So, und was kommt jetzt? Eine Zwischensequenz? Nanu? Du wurdest bestimmt von Risky Boots niedergeschlagen. Bolo, are you alright? Geht es dir gut? She touched me. I'll never wash this head again. Ja, er sagt, sie hat ihn berührt und er wird niemals wieder diesen Kopf waschen. Bäh. Are you nuts? She knocked you on your rear. Get up, tell me everything you know about this Dribblestone. Hey, cool, you found a legendary relic. There are supposed to be four kinds of these stones. Each one represents a different element. The one you found produces an endless supply of water. There's also an unbreakable golem stone, a fiery simmer stone, and a very chilly twinkle stone. Any idea where the others are? Not really, but the golem stone was lost in a desert near Oasis Town, according to my granny. Ah, granny, she has eyes like shining emeralds. You worthless mophead. Can't you see that Risky's trying to upgrade the steam engine with these magical stones? It'll make the thing more dangerous than ever. I've got to get to Oasis Town before Risky does. Okay, also, wir haben den Dribblestone. Ich frage mich, ob er den jetzt im Inventar. Da unten ist er, genau. Moment. Okay, wir haben den Dribblestone. Und der produziert eine endlose. Also der produziert endlos viel Wasser. Und es gibt anscheinend noch drei weitere solcher Steine. Einmal einen feurigen Stein, dann einen unzerstörbaren Stein und einen eisigen Stein. Und die müssen wir alle finden, weil Risky versucht anscheinend damit die Dampfmaschine zu verbessern. Und dann hat er noch erzählt, dass ein Stein vermutlich in der Nähe von Oasis Town ist. Und deswegen wollen wir dahin. Also in der Wüste. Und es ist noch na toll. Nein, ich möchte nicht nochmal da rein. Ill. Geht zurück. Und er hat dann halt noch gesagt, dass es keine Frau gibt, so wie seine Großmutter. Und sie solche Augen hat wie sonst keine. Und dann hat Chantae ihn einen Mophead genannt. So, ich speichere mal eben. Ich sagte, ich möchte mal eben speichern. Hallo. Hallo? Moment. So, genau. Hallo Chantae, would you like to save a record of your travels? Any previous information will be forgotten, okay? Ja, bitte. Your game has been saved. Und ich möchte jetzt nochmal kurz da rein. Denn, obwohl das hat eigentlich keinen Zweck. Ich möchte den Warp Squid haben. Aber ich habe keine Ahnung, wie ich an den Warp Squid drankomme. Ich meine, ich kann jetzt mal gucken. Hier ist es Nacht. Da ist ein Glühwürmchen. An das Glühwürmchen möchte ich gerne dran. Ich wette, ich komme da dran mit der Affenfähigkeit. Und es gibt noch ein paar andere Sachen, die ich einsammeln möchte. Zum Beispiel den Herzcontainer, das Herzding, was da vorher noch im Wald war, was ich nicht erreichen konnte. Ich möchte mich eigentlich nicht von Regenwürmern töten lassen, aber das ist jetzt zu spät. Springen über den Frosch drüber gekonnt. Nein, das war sehr dumm, das war sehr dumm, das habt ihr nicht gesehen. Aber egal, ich habe ja gerade eben gespeichert und ich habe die Dribble Fountain geschafft. Und diesmal, jawohl. Okay, Moment. Ihr müsst sterben, denn ihr seid mir im Weg. Dann tanze ich mal. Runter, schnell, schnell, schneller, schneller, schneller. Das war knapp. So. Ah, na toll. Aber jetzt kann ich hier. Toll, das bringt mir. Ah, hier kann ich hoch. Wie soll ich denn da dran? Moment, ist das möglich? Aua. Nein. Komm schon, ich möchte die Feuerfliege haben, das Glühwürmchen. Komm, hüpf so. Und. Ich wette, ich muss dafür noch irgendwas anderes machen. Ich versuche das jetzt, bis ich sterbe. Oh Gott, das war knapp. Was nicht mehr allzu lange dauern dürfte. Einmal treffen noch, dann ist Ende. Ja, okay. Dann kümmere ich mich darum später. Aber ich werde trotzdem in die Affenform gehen. Denn damit kann ich mich hier wesentlich besser fortbewegen. Weil ich klettern kann. Ich kann klettern als Affe. Hui, und ich kann so toll fliegen. Hui. So, jetzt gehe ich hier hoch. Und muss mich nicht mit den Fischen rumschlagen. Hoffe ich. Da war noch eine Feuerfliege. Ein Glühwürmchen. Und ich wäre fast da reingefallen. Aua. Moment, aber da kommen wir bestimmt von der anderen Seite dran, wenn ich da nur hochkletter. Das möchte ich doch jetzt sehen. Wo warst du? Wo warst du? Nein, es ist Tag. Na gut, dann lassen wir das. Ich meine, 12 brauchte ich, glaube ich, wenn nicht mehr, für dieses komische Ding. Und vielleicht ist hier oben ja noch irgendwo was? Nö. Na gut, ich muss dann wahrscheinlich mal in der Nacht hier alles abklappern. Vielleicht kriegen wir später auch noch einen Tanz, mit dem wir Tag und Nacht ändern können. Geh weg. Das würde Sinn machen. Und ja. Also nicht nur Verwandlungstänze. Oh, das war knapp. Und ich
gehe jetzt eigentlich nicht Richtung Oasis Town. Oder? Moment, war das... Nein, das war Watertown, ne? Aber ich gehe Richtung Watertown, denn ich möchte einfach dahin und nochmal den Laden ausrauben. Ich möchte mir nicht vor allem den Spin Jump kaufen. Oder der Spin Kick, besser gesagt. Weil der schien ziemlich cool zu sein. Und vielleicht kann ich dann ja wirklich höher. Aber... Und wenn ich damit wirklich höher komme, dann... Moment, da oben ist da auch noch was. Hm, das ist alles sehr verdächtig. Ich komme bloß leider nicht dran. Und so ein Mist. Und da gibt es bestimmt noch ganz viele versteckte Sachen. Hey, cool, ich bin sogar hier als Affe. Aber ich kann so nicht in die Stadt rein. Na gut, dann verwandle ich mich wieder zurück. Und gehe als Shantae in Watertown rein. Mal sehen, was haben wir denn hier? Den Speicherraum, da gehe ich doch gerne rein. Denn dann muss ich nicht den ganzen Weg nochmal zurückgehen, falls ich sterbe. Hallo, alter Mann. Ja, ich möchte speichern. Danke, 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 danke. Ja, speichern. Wunderbar. Mal sehen, ich weiß überhaupt nicht mehr, was für Gebäude das hier hatte. Das Badehaus, ja. Lebensenergie auffüllen. Könnte auch nicht schaden. Dann... Hallo, nein, mit dir möchte ich jetzt nicht reden. Du sagst mir... Achso, das war nur eine Dampfer. Ich dachte gerade, hä, was ist das denn? Das komische beigefarbene... Oh, was? Okay. Moment, was hast du uns gesagt? The shop in this town may not sell many items, but it's the only place to buy a fighter. Achso, okay, der Itemladen in dieser Stadt hat nicht so viele Items. Dafür ist es der einzige Laden, in dem man Kampfequipment kaufen kann. Ich möchte mir nochmal eben angucken, wie viele Glühwürmchen ich hier brauchte, um das zu erhellen. Na? Okay, 12. Okay, 12 habe ich mir richtig gemerkt. Dann muss ich irgendwann mal nachts raus, um mir diese 12 Glühwürmchen zu sammeln irgendwie. Und ich mal gucken, ob ich die überhaupt zusammenkriege, weil ich überhaupt keine Ahnung habe, wo die sind. Ich habe ja nur diese 2 jetzt gefunden. Hallo, ich möchte bitte was kaufen. Wie viel Geld habe ich überhaupt? 359, okay. Float Muffins kann ich gebrauchen. Flash habe ich noch. Aber ich möchte erstmal die Boots. Double Tap Upfold, Two-Hit Spin Kick. Ja, möchte ich bitte kaufen. Jawohl. Unser erstes Equipment. Ja, das kann bitte schneller gehen. Ja, wir sind ausverkauft. Okay, dann möchte ich nochmal Float Muffins, denn die können uns bestimmt nochmal helfen. Und ansonsten, ja, das andere war jetzt nicht so interessant. Deswegen gehe ich mal raus. Ich habe sowieso kein Geld mehr. So. Aha, und das ist der Spin Kick. Und das wolltet ihr jetzt eigentlich nicht sehen. Sorry, Leute. Jawohl. Jawohl. Ich weiß überhaupt nicht, warum das jetzt hochkam, aber egal. Aber der Spin-Kick, der scheint schon cool zu sein. Habe ich wenigstens... Na, für ihn aus. Habe ich wenigstens eine andere Angriffsmöglichkeit, die auch nach oben geht. Außer meinem Zopf. Gut, gut, gut. Dann... Bolus Gazebo. Ich glaube, der hat uns nichts mehr zu sagen. Oder hast du... Komm, friss meinen Fuß. Na, möchtest du nicht mit uns reden? Doch, möchtest du. Have you been to Oasis Town yet? I'm sure someone there can help. Nein, ich war noch nicht in Oasis Town. Und ja, vielleicht kann mir da jemand helfen. Das wissen wir aber noch nicht, solange ich noch nicht da war. Oh, ich weiß auch überhaupt nicht, in welche Richtung das geht. Okay, Warp Squid hat. Mal gucken, ob ich die 3 Warp Squids, die ich gefunden habe, hier schon reinbringen kann. Hallo, ich habe ein paar Kinder von dir gefunden. You found my baby, that is my baby, right? It's so hard to tell. Ach so. Okay, anscheinend kann ich die Warp Squids beliebig in irgendwelchen Städten verteilen. Ich gebe dir jetzt erstmal hier welche, weil ich möchte einen mal voll haben. Ja, komm. Ja, ja, komm. Und mehr habe ich nicht, oder? Nein, mehr habe ich leider nicht. Schade. Oh dear, I've lost my baby warp squids. They're always getting into mischief. If you find all 4 of them, I'll give you something nice for your trouble. Okay. Das, okay, wahrscheinlich kriege ich dann... Ja, geh weg. Vielleicht... Ah, wahrscheinlich kriege ich dann einen Tanz, mit dem ich mich hierhin teleportieren kann, weil... Hier ist ja noch das Dance-Menu. Wir haben einmal die Verwandlungen. Die 4 da. Ich denke mal für jeden Tempel einen. Dann haben wir rechts verschiedene Bilder von Menschen. Und der erste alte Mann ist auf jeden Fall in Scribbletown oder wie auch immer die hieß. Der zweite ist in Watertown. Ich vermute mal, die anderen beiden da drunter sind in Oasis Town und die andere Stadt, die wir noch nicht kennen. Und ich denke mal, das sind dann Teleports. Und dann da unten zu den Piraten. Hm. Und das Herz, hoffentlich Tag-Nacht-Wechsel. Vielleicht auch Lebensenergie auffüllen. Keine Ahnung. Mal schauen, ich bin gespannt. Und ich möchte jetzt hier auch raus aus dem Menü. So, gehen wir mal zurück.
Und ich würde sagen, das reicht jetzt erstmal für heute, weil es ist schon relativ spät und ich habe gerade irgendwie keine Lust mehr. Also, ich habe schon noch Lust auf Shantae an sich, aber jetzt gerade habe ich keine Lust mehr zu spielen, überhaupt was zu spielen. Deswegen gehe ich mal in den Speicherraum und speichere nochmal ab. Und dann sage ich vielen Dank fürs Zusehen. Wenn euch das gefällt, was ich hier mache, dann abonniert mich doch gerne oder lasst einen Kommentar da oder gebt mir Daumen hoch oder was auch immer. Wenn es euch nicht gefällt, dann gebt mir halt einen Daumen runter, aber kommentiert dann auch, warum es euch nicht gefällt. Und sonst kann ich es nicht besser machen. Und ansonsten sehen wir uns dann später. Bis bald. Zum Abschied tanze ich nochmal für euch.